Heute ist der 11.12.2019. Mein Name ist Lothar Lange. Spreche deutliche Worte zum Brexit, einem Wetterleuchten weltgeschichtlicher Ereignisse. Spreche darüber, worauf der Brexit hinweist. Seit sich eine global operierende Finanzkabale mit der City of London circa 950 nach Jesus Geburt dort in London konstituierte. 620 Jahre nachdem sich der Vatikanstaat als der erste Global Player gründete, errang England spätestens nach 1588. Queen Elizabeth I. hatte die Flotte Philipps II. Die spanischen Weltmachtbestrebungen versenkt. England als Beherrscher der Weltmeere fortan über 90% der Exportwirtschaft der Welt herrschte. Um ihre maritime globale Machtstellung zu stabilisieren, siehe Commonwealth, begann sie mit Divide Impera Einfluss auf die kontinentaleuropäische Politik zu nehmen. Intervenierten die Engländer nach eigensten Interessen, um eine zentrale Großmacht im eurozentrischen Raum zu verhindern, mit einer je nach tagespolitischen Interessen geleiteten strategischen Notwendigkeiten bestimmten Politik. Mit wechselnden Bündnispartnern evozierten, dass sich etwaige festlandkontinentale Großmachtstaaten ständig bekriegten, sich gegenseitig schwächten, um eine Zentralmacht auf dem festlandeuropäischen Raum zu verhindern, die dann mit den Ressourcen an Menschen und Rohstoffen eine den Engländern gefährlich werden könnende Seemacht hätte resultieren können. Erstens, beim 30-jährigen Krieg von 1618 bis 1648. Zweitens, den Napoleonischen Kriegen ab 1794-95. Drittens, dem Krimkrieg 1853. Viertens, der Kongo-Konferenz in Berlin von 1884 bis 1885, dem sogenannten Ersten und sogenannten Zweiten Weltkrieg, dauerhaft England dazu beitrug, eine kontinental-eurozentrische Dauerbeunruhigung zu provozieren. Strategie der Spannung. Sicherlich war die Elite der City of London und die Könige Englands nicht so naiv zu übersehen, dass sich mit der Souveränitätserklärung der USA 1776 aufgrund seiner zu erwartenden demografischen als auch Entfaltung seiner industriellen Potenzen nach 1800 zu erkennen, dass England nur dauerhaft in einem Bündnis der angloamerikanischen Achse ihre Weltmachtansprüche weiterhin behaupten werden. Nach dem Wiener Kongress 1815 forcierten die Engländer den Retortenstaat Belgien 1830 für ihren kontinentaleuropäischen Hebel vorörtlich intensiver ihre Außenpolitik im Festland Europa weiter ausüben zu können.
Sie sorgten dafür, dass Belgien aus der Kongo-Konferenz 1884 in Berlin als der nominale Gewinner erschien. England hatte sich mit seinem Retortenstaat Belgien einen Lakaien für ihre eigensten monetären globalen Finanzinteressen installiert. England war aus taktischen Gründen Mitglied der NATO mit seinem Hauptquartier in Brüssel geworden. Zufall? England gehört 1949 zu den Gründungsstaaten der NATO. England wurde erst 1973 Mitglied der Europäischen Union, damals EWG genannt. Zufällig in Brüssel? Bei. Siehe Vorbemerkungen. Um als politischer Virus eigentlich das Zersetzungswerk kontinental-eurozentrischer Machtbildungen weiterhin bürokratisch innerhalb der NATO und der Europäischen Union fortzusetzen. Allzu viele Matrix-Gesteuerte wähnten, dass sich die angloamerikanische Achse überlebt habe. Doch dieses ist ein grandioser Irrtum. Wegen der Kapitalakkumulation, von der Karl Marx zu Recht gesprochen hat, seiner heute immer sichtbarer werdenden Monopole, wird der Akkumulationsprozess immer kriegerischer, subversiver ausgetragen und wird laut Rosa Luxemburgs Imperialismus-Theorie zu Recht von ihr analysiert, zwangsläufig das Stocken des Akkumulationsprozesses zum Monopolkapital zur Eskalation zum nächsten gesteigerten Krieg führen. Die Europäische Union ist morbide geworden. Der Euro wird scheitern und England verlässt wie die Ratten das sinkende Schiff. Denn während die kontinentaleuropäische Schwatzbude in Brüssel, der Kongress, das Europäische Parlament tanzt nicht, sondern labert, während das globale Finanzkapital die eigentliche Macht fortwährend über die City of London, England, jetzt seine Maske wieder fallen lässt und nun offensichtlicher zu seinem unverblümteren Großmachtstreben zum angloamerikanischen Bündnis wieder intensiviert. Da stellt die Verkörperung, die Außenpolitik eines Boris Johnson, die Kopie von Elisabeth I. und Churchill dar. Die publizistischen Monopole der NATO-Staaten werden über Reuters, Associated Press etc. so wirksam von den angloamerikanischen Zentralmedien beherrscht, dass es auch den gelenkten deutschen Mainstream-Medien gelungen ist, der Mehrheit ihrer Medienrezeptionisten den Brain-gewaschten als Gefahren den von ihnen selbst installierten Terroristen oder Russland und China zu framen, zu servieren. Diese von der angloamerikanischen Machtkabale beherrschten, gleichgeschalteten Medien, aber die eigentliche Gefahr der angloamerikanischen Achse, die seit Jahrhunderten für Mord und Totschlag auf der Erde verantwortlich sind, unter anderem das Dritte Reich hervorgebracht haben, nicht thematisiert. Lückenpresse.
Eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge, jüdisches Sprichwort. Die gleichgeschalteten Medien schreiben nicht darüber, dass die allergrößte Gefahr für Europa, den Weltfrieden, gerade das angloamerikanische Bündnis darstellt. So ist der Austritt der Engländer, der Brexit, als ein Vorbote zukünftiger Grausamkeiten zu begreifen. Siehe George Orwell, tripolare globale Kriegsfrontlage, ein eingefrorener, dauerhaft zu führender Krieg zu befürchten ist.